So, da sind wir jetzt nochmal nach der Pause. Ihr merkt, wenn ich was erkläre, das ist ein Wort. Und sobald ich das Wort ausspreche, wir sind immer noch bei der Augenbraue, da müssen wir dann weitermachen. Das ist das JHBH. Das ist also hier die 26, das wissen wir. Und da gibt es also hier einen Pyramidenwert. Der Pyramidenwert ist 72. Kommt sehr oft in der Bibel vor und ihr müsst euch das vorstellen. Wir bauen eine Pyramide auf, wir machen ganz oben mal 10, dann drunter stellen wir 5, 10, 5, dann nochmal die Reihe drunter 10, 5, 6 und nochmal die Reihe 10, 5, 6, 5. Und das sieht dann praktisch, darum habe ich hier, darum habe ich hier gesagt, die Lämpchen sind angeordnet 10, 10, 5, jetzt von rechts nach links gelesen, 10, 10, 5, 10, 5, 6, 10, 5, 6, 5. Könnt ihr euch das vorstellen? J, JH, JH, WH, so baut sich das auf, darum nennt man das ist diese Anordnung von einem Tetraeder, Tetragrammaton. Das sehen wir jetzt von oben. Was jetzt erst einmal wichtig ist, wir haben ein internes Dreieck und ein externes Dreieck. Ihr könnt euch das vorstellen. Das ist ein Spiegel, das ist ein Spiegel und das ist ein Spiegel, den habe ich jetzt etwas aufgekippt. Das heißt, innerhalb des Dreiecks, da habe ich ein weißes Blatt Papier hingestellt, wir haben intern und extern. Das ist jetzt ein Quadrat und das ist die Diagonale. Gone ist die Ecke und dir hast die auseinandergeschmissene Ecke. Das ist die, darum nennen wir das Diagonal. Was natürlich interessant ist, dass wir im Griechischen zweimal das Wort Gone haben, wir können das nämlich mit einem Omikron und mit einem Omega schreiben. Die Gone. Das O. Im Griechischen kann ich da Omega reinsetzen, ich kann aber auch einen Omikron reinsetzen. Aber das wird jetzt wieder zu weit führen, weil wenn ich jetzt da anfange, dann ist der ganze Nachmittag rum. Welcher eine Wort? Wie war das nochmal? Aus jedem Wort mache ich hier 400 Seiten Buch aus dem Stegreif. Und ich kann immer nur neugierig machen. Wissen musst du das nicht. Was ich damit bezwecke, ist letztendlich nur, dass du ein Gefühl kriegst, dass es in deiner Welt, in deiner Traumwelt keine Zufälle gibt. Ich könnte es anders ausdrücken, du bist ein Lesergeist und du liest ein Buch. Du vergisst dich als Lesergeist, du vergisst, dass du ein Buch in der Hand hast, weil du dich mit der Figur, die du, die Rolle, die du in den Roman spielst, verwechselst. Und jetzt ist es definitiv so, dass ich sage, alles, was in dir auftauchen wird in deinem Kopf, während der in dem Nichtsein-Bereich, der das Buch liest, der von einer höheren Ebene ist, dieses Buch, die Worte für Worte, Seite für Seite durchrastet, dass für diesen Lesergeist, was in der Zukunft noch kommen wird, eigentlich alles schon feststeht. Kannst du es nachvollziehen, das Beispiel? Das heißt, auch wenn du auf der Seite 20 jetzt bist, steht fest, was auf der Seite 60 oder auf der Seite 80 kommt. Das heißt, dass ich jetzt in dir aufgetaucht bin, ich kann immer nur jetzt auftauchen, auf welcher Seite tauche ich auf? Das hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, welche Rolle du zu sein glaubst, da gibt es welche. Beim Bezis an der Esther bin ich auf der Seite 6 schon aufgetaucht. Kann die natürlich nichts damit anfangen mit dem alten Mann. Bei den anderen ist es wenn anders. Es hängt davon ab, wo du mich, wann hast du das erste Mal ist der Udo, auf welcher Seite ist der Udo das erste Mal aufgetaucht? Ich kann auch als wer anders auftauchen. Ich muss jetzt sehr reduziert reden. Also gut, das ist dieses, und wir lassen das jetzt einmal laufen. Das habe ich schon mal. Das ist jetzt die erste Einstiegsdroge. Das kann ich nämlich noch darstellen. Das heißt, dass wenn wir das jetzt laufen lassen, haben wir zuerst ganz wichtig, dass wir hier ein kleines Segment haben. Das sieht man schön von oben. Siehst du das? Und du musst dir jetzt vorstellen, du bist letztendlich dieses Licht in der Mitte. Da machen wir jetzt ein Kerzchen, ein allereinziges Lämpchen rein. Dann muss dir klar sein, dass wenn du der Geist bist, vergessen wir mal die da unten, dann ist es definitiv, wenn du um dich rumschaust, siehst du unendlich viele Geister. Das heißt jetzt das Phänomen, was ich jetzt hier mit diesem Lämpchen mache, es würde auch funktionieren, wenn ich bloß eins reinstelle. Ich habe jetzt nur extra absichtlich diese JHWH-Anordnung reingestellt. Und das jetzt, ich kann natürlich den Kopf nicht reintun, du stellst jetzt vor, soweit ich da mit der, das habe ich nur ganz kurz mit dem Tablet aufgenommen, dass wenn du jetzt da drin stehen würdest, und jetzt wir schauen jetzt praktisch in diesen Synthesespiegel rein.
Und dann wirst du feststellen, wenn man jetzt nur auf die Flächen unten, ich mache das einmal mit der Maus, dass das lauter Quadrate sind, die aneinander liegen, die genau genommen eigentlich nur mal mit einer Diagonale, und zwar wenn ich hier in so einen Zentrumspunkt reingehe, sternförmig angeordnet sind. Und ich habe das hier in den letzten Selbstgespräch schon gesagt, dass wenn jetzt die genau stehen würden, auch hier zum Glas, weil ich habe hier das Problem noch, in der Raumzeitlichkeit es darzustellen mit Glas und immer dran denken, du hast da VR-Brille auf. Da außen gibt's nichts. Jetzt ist sowieso bloß flach, dass das im Idealfall, wenn du hier schaust, stehen die schnurgerade da. Gib's einmal. Stopp. Und der Spiegel, dieser Synthesespiegel, wenn jetzt nach außen gekippt wird, krümmt sich das. Du schaust jetzt von oben auf eine Kugel drauf, siehst du das? Und wirklich diese Lampenreihen, die sind schnurgerade, laufen die in einer einzigen, wenn das ganz perfekt auf einen Millimeter aufgebaut wird. Und ich drehe mich jetzt um, du schaust von oben auf eine Kugel. Siehst du, jetzt mehr kippt, umso mehr kippt, umso mehr die Kugel das ist. Und die Kugeloberfläche besteht, hier sieht man schön, eigentlich genau genommen immer ein internen Spiegel. Das ist jetzt der extern, seht ihr, der ist in dem Spiegel. Das ist der Spiegel, der weggekippt wird. Es gehört immer innen, außen, gehört untrennbar zusammen. Denk definitiv an das hier. Wellenberg und Wellendrau sind untrennbar. Und die Kugel wird jetzt immer enger, das heißt dazu, da reduziert sich die Anzahl. Wenn man rumgeht, wenn man das größer aufbaut, ihr seht es, das ist ein Feuer. Jetzt ist es wieder hoch. Wenn ich jetzt ein einziges Kätzchen reinstelle, ist dieselbe Kugel da, bloß dadurch nicht so viel, sondern weniger, also weniger Punkte. Das verteilt sich dann auf ein Lämpchen, das sich genauso wiederholt. Da wäre jetzt dann, schau, wenn man diese Dreiecke sehen, wäre praktisch bloß immer das mittlere, aber du hättest genau, absolut genau diese Reihen schon zum Aufbauen. Und wenn man jetzt das wieder reinkippt, dann wird es eine unendliche Ebene, so viel zur Flachwelt und zur Kugelwelt. Das ist bloß eine minimale Veränderung von einem einzigen Winkel. Wenn ich das jetzt animieren würde mit einem Computerprogramm, müsste ich bloß einen Winkelwert verändern und könnte die Kugelgröße verändern. Wenn ich den Winkel jetzt negativ mache, das geht jetzt natürlich nicht, weil ich in dieser Ecke den Synthesespiegel nicht reinklappen kann, dann müsste ich ja das abkanten, dann wirst du feststellen, dann passiert dasselbe, dass es das eine Innenkugel wird. Jetzt kippt es nach außen. Jetzt müssen wir von unseren Loder das dieses... Sieht schön. Das ist, ab da unten muss ich klicken. Das ist praktisch die eine Seite, die andere Seite, und das hier ist der Synthese, also dieser Synthesespiegel, den kippe ich nach außen, und wenn ich ihn jetzt nach innen kippen würde, das wird natürlich jetzt anstößt, aber wenn wir jetzt hier dann praktisch das als Dreieck machen, dann wird es ja Tetraeder. Das heißt, wir haben hier eine Ecke, und wenn ich jetzt da ein Dreieck mache, kann ich ja den reinklappen, dass das ein Tetraeder wird. Und dann... Wenn du in dem Spiegel drin stehst, dann hast du die Kugel, die Feuerkugel um dich rum. Mal schauen, ob man sieht. Monteur haben, aber man sieht es, glaube ich. Also außen ist klar jetzt, ne? Dass jetzt von oben gesehen eine Kugel ist, die aus zwei Hälften, wenn man hier drin ist. Du mal, wenn du ganz langsam zumachen. Jetzt gibt dazu, die Kugel wird, wenn das genau ein Dreieck ist, ist eine größer. Unendliche Ebene. Stopp! Darum sage ich, Gott kann es nicht geben. Ge ist eben, der Geist ist eben. Aber eben wiederum, eben kannst du lesen, exben, eine herausgetretene polare Existenz. E, lateinisch gelesen für ex. Nur ein bisschen groß machen, stopp. Und sobald es dann nach innen geht, mach einmal, dann wird es eine Innenkugel. Da kann ich jetzt natürlich nicht rein, stopp. Wieder. Wir betrachten jetzt definitiv in dem Spiel nur diese Grundflächen in dieser Kante mit der Grundfläche, wo ich gesagt habe. Dasselbe, was man jetzt natürlich nicht darstellen kann, ist, wenn du jetzt sagst, ich nehme ein Tetraeder selber und ich setze mich in den Tetraeder rein, dann wird hier, was wir jetzt unten an der Bodenplatte als ein Quadrat, das über die Diagonale abkippt, wirst du feststellen, da baut sich dasselbe auf, bloß, dass um dich herum lauter Tetraeder sind. Man kann das eventuell... Hast du mal, da habe ich jetzt den Loder, der hat es im Fliegenstall gebaut. Da kann man natürlich mit einer Innenlampe, der hat dann so ein Tetraeder gebaut und dann ist er hier mit so einer Innenkamera reingefahren.
könnt euch das vorstellen, dass so ein Tetraeder aufbauen aus Spiegel, wo die Spiegel innen sind, und da hat er eine kleine Kante weggemacht und ist mit einer innen, so mit so einer Kfz-Lampe, wo man rein kann in die Kanalisation, ist er mit so einer kleinen Kamera reingefahren. Ich rede jetzt raumzeitlichen Schnickschnack. Was ich jetzt mache, das ist definitiv das, was ich euch abgewöhnen will. In dem Moment, wo was in euch auftaucht, dann kommt es aus euch, ihr seid ein träumender Geist. Und ich sage, es ist extrem ein Programm in dir drin, das dir immer erklärt, wo das vorher entstanden ist und wo das herkommt. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt mal ein wenig rausschaust und über der Henne vorbeilaufen, ist dir klar, dass die irgendwann in der Vergangenheit ein Ei war, das von einem Huhn gelegt wurde. So wie du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Alles, was in einem träumenden Geist auftaucht, ich sage, in dem Moment, wo sich die 200 Gramm rote Knete verändert und eine neue Form kriegt, egal welche Form, wenn du jetzt eine Tasse anschaust, ich sage, die 200 Gramm rote Knete werden zu einer Tasse, dann muss dir klar sein, dass diese Tasse niemals irgendwo in der Vergangenheit in einer Töpferei gemacht wurde. Vorausgesetzt, du weißt, was du jetzt träumst. Holofeeling ist ein komplett anderes Weltbild. Das Verrückte daran ist, zuerst einmal, dass die wesentlichen Aussagen du sofort überprüfen kannst. Das kannst du natürlich jetzt nicht überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Glas hinhalte vor euch, dass das irgendwann einmal, jetzt ist die große Frage, wo war das Glas jetzt die ganze Zeit? Jetzt schau mal, was deine Logik sagt. Ja, vor dem Udo da vorne auf dem Tisch gestanden. Wenn du das beschwörst, wirst du an Meinheit. Und ich sag dir, deine Meinheit werde ich noch aus dir herausprügeln. Das habe ich jetzt liebevoll gesagt. Weil du dich permanent übrigens, alle Wörter, die positiv sind, sind auch negativ. Das geht halt meistens weg. Die panische Angst vor dem Verlust. Sollte dir mal aufhören, dass da ganz groß in dem Wort das Wort Lust drin steckt. Und in dem Unglück steckt das Wort Glück drin. Das ist ja aber die Verneinung von Glück. Ja, ich sag, pass auf, achte mal auf das Wort Verneinung. Ich spreche es etwas aus. Es ist eine Verneinung. Weil alles, wo du dir woanders hindenkst, wirst du dann feststellen, dass diese Existenz, die du dir ausdenkst, dass die in der Ferne eigentlich letztendlich hier und jetzt eine Verneinung. Wenn du jetzt meinst, was ich dir erzähle, ist nichtig. Eine Nichtigkeit. Das ist schon interessant, achte mal im Fränkischen. Nicht ich. Nicht ich, das ist nicht ich. Aber das wird ja nicht ich geschrieben, das sagen wir im Franken, wir sagen nicht ich. Nicht ich. Ich bin der, der sich's ausdenkt. Merkst du minimale Verschiebung und sofort kriegst du einen anderen Sinn. Und jetzt selbst, wenn du die Worte gleich aussprichst, den Krebs zum Beispiel, an was denkst du dabei? Es hängt davon ab, aus welcher tieferen Datei das in dir auftaucht. Ist durchaus möglich, dass es Krankheit ist. Dann ist es ein Medizinbuch. Dass es Schalendi ist, wahrscheinlich ein Kochbuch oder ein Biologiebuch. Musiktheorie, die Krebsfuge. Habe ich noch nie was davon gehört. Was meinst du, von wie vielen Sachen du noch nie was gehört hast? Das ist ja das Verrückte, die Anmaßung, auf der einen Seite sich permanent unwissend zu machen, zu Fachleuten zu gehen und auf der anderen Seite über jeden zu richten und zu urteilen. Das ist ja Schizophrenie. Das ist übrigens jetzt keine Kritik gewesen, sondern eine Feststellung. Wertfreie Beobachtung. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Jetzt habe ich aber jetzt da ein paar Videos gefunden. Schau mal, die zeige ich, die habe ich jetzt gerade noch schnell hergesucht. Und die sind jetzt ganz interessant. Das ist jetzt hier praktisch dieses Prinzip der Sterntetraeder. Das sind also zwei ineinander geschobene Tetraeder, weil sobald du einen Tetraeder hast, was ich jetzt gerade, wir haben nur so ein Eckensegment genommen und haben hier Kanten draufgestellt. Viel interessanter ist, wenn wir Räumlichkeiten machen und die ineinander stellen. Räume, die es überhaupt nicht gibt, in einem Spiegel gibt es keinen Raum. Das heißt, jetzt den Tetraeder, den du dir jetzt ausdenkst, der ist das doch mal flach. Siehst du, der ist flach. Den kann ich jetzt mit einer 3D-Brille auch rekonstruieren, dann steht in einer gewissen Entfernung als räumlich ausgedehntes Ding vor dir, ist aber trotzdem flach. Ist trotzdem eine Illusion. Weil du ja letztendlich, und jetzt springe ich wieder zu den Zapfen im Auge, wir haben schon festgestellt, die Augen, AGN heißt Becken, die polaren Ecken. Das habe ich euch gerade gezeigt mit dem Kantenspiegel. Das ist ein Thesespiegel, ein Synthesespiegel und These, Antithesespiegel. Und jetzt ist es so, deine Augen, wie funktioniert das Auge? Kann man ja nachschauen, wir haben ja Internet.
Die Schwierigkeit ist, dass das zwar alles stimmt und trotzdem nicht stimmt. Wenn ich jetzt nämlich sagen würde, das stimmt, schaue ich bloß eine Seite an. Sobald du sagst, das stimmt, das ist richtig, was da drin steht, gibt es eine andere Seite, dass es nicht richtig ist. Das ist ungefähr so, wie nochmal, wenn du ein Fußballspieler anschaust und sagst, hier, was weiß ich, das ist jetzt der und der Fußballer. Ich sage, das ist richtig, oberflächlich betrachtet, aber genau genommen ist das ein Fernseher. Stimmt oder stimmt? Merkt ihr, es sind beide Seiten da, weil du siehst in der Welt der Perspektive immer nur eine Seite. Du musst dir irgendwann einmal bewusst machen, was die andere Seite ist. Das ist so eine Kleinigkeit. Man meint, deswegen habe ich meine Probleme, gehen meine Probleme nicht weg. Ich sage, deine Probleme heißt du definitiv diese Unvollkommenheiten, weil du das nicht checkst. Und das wirst du nur in dir abstellen, nicht indem du irgendwas nicht mehr haben willst, sondern dass du plötzlich anfängst, ich sag's einmal, ein alter Ego von mir, abgrundtief deine eigenen Feinde zu lieben, die du bisher postulierst. Alles, was du bisher bekämpft hast, mit dem du nichts zu tun haben wolltest, sind nämlich wichtige systemrelevante Parameter für die Funktion des Heiligen Ganzen. Liebe deine Feinde heißt, liebe die Dreiecke, weil wenn du nur Kreise hast, wirst du niemals auf die höhere Ebene zum Kegel kommen. Es ist jetzt so simpel, aber das ist Weisheit. Und ich habe gesagt, alles weltliche Wissen, wann der Weltkrieg war und wann Caesar gelebt hat, habe ich aus das Buch heraus. Meinst du, dass irgendein Geschichtsprofessor, der dir genau sagen kann, wann Caesar gelebt, geboren hat, was macht der eigentlich? Der erzählt dir das, was man ihm erzählt hat. Ich sag dir, wo die sieben Zwerge gelebt haben, hinter den sieben Bergen. Beweis mir das Gegenteil. Ich weiß da beweisen, ich habe doch das Buch. Das ist halt hier, schau aufmerksam die Vorträge, das ist immer im ersten Moment so amüsant, ihr hört nicht genau zu, was ich spreche, weil sich permanent dieses materialistische Interpretationsfilter dazwischen schiebt. Sobald du das Filter wegmachst, wirst du plötzlich das sehen, was da ist. Das ist Holo Feeling. Also nochmal, ich muss immer sagen, weil ich ja sehr, sehr viele Einzelaspekte aufwerfe, die dir noch nicht zugänglich sind, so wie zum Beispiel einem vierjährigen Kind die körperliche Sexualität eines erwachsenen Menschen überhaupt nicht zugänglich ist. Weil die Reife nicht hat. Auf der Seite 4 kriegst du da noch nichts mit, was ab der Seite 18 oder 16, je nachdem, ob du frühreif bist oder nicht, jetzt wieder als raumzeitliches Beispiel. So. Wir müssen den Zapfen, das Auge, das ist jetzt zapfentragend. Jetzt wird es interessant, worauf ich hinaus will, dass in deinem Auge, beim Menschen unterscheidet man drei Zapfentypen und immer dran denken. ZA, das Dreck, DREC, das ist übrigens ein Triplet. Wenn ich das jetzt nochmal mache, wir haben ZA, die Geburt einer Schöpfung. Blau, wir lesen nur blau. Das ist zum einen, ist ein generiertes Eck, habe ich euch gerade gezeigt. Wo kommen die ganzen Lampen her? Das sind doch bloß diese Lämpchen auf der Bodenplatte drauf. Wo sind denn die ganzen anderen Lampen her? Das ist hochgespiegelt. Das, was wenn du da reinschaust, in den Spiegel schaust, alles, was da in diesem Spiegel drin ist, da ist in dem Spiegel ist überhaupt nichts drin. Und dann wieder alles, weil nichts ist alles. Die Mose-Geschichte können wir uns einmal ganz genau anschauen. Ich kenne jetzt wieder Springer. Am Ende, der Mose kommt nicht in das gelobte Land. Da heißt es dann hier, der sich 40 Jahre den Arsch aufreißt und die Israelis durch die Wüste führt und die immer wieder in den Rücken fallen gemein. Jetzt sind sie am gelobten Land und der Mose kommt nicht ins gelobte Land. Und das ist die schöne Stelle, wo es dann hast. Du wirst das ganze Land überblicken, du kannst es überblicken. Aber du selber kannst nicht hineingehen. Das sage ich zu einem träumenden Geist. Du kannst alles, was du träumst, überblicken, aber du kannst in deinen Traum nicht hineingehen, weil der Traum in dir drin ist. Da steht übrigens wörtlich, ganz, ganz interessant, da steht wörtlich, schauen wir uns später an, ich will es nicht wegtun, weil wir unsere die noch stehen haben. Unsere Ausgangsbasis war schlichtweg und einfach, du lässt zum Staube zurückkehren den Menschen und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder.
Im Vers 3, wenn wir jetzt in den Vers 3 reinfahren, wenn wir das wörtlich lesen, haben wir zuerst einmal das erste, du mögest zurückbringen. Das ist diese Radix Shape. Das heißt übrigens auch sitzen, wohnen. Du wohnst, du sitzt, du bleibst auch der Rückkehrer. Das TAF als Vorsilbe hast, imperfekt, du wirst, ich könnte jetzt sagen, du wirst da sitzen. Wo du zurückkehrst, sitzt du schon immer. Du warst noch nie, das ist der Mittelpunkt von allem, weil du ich bist. Meine Ohrenbarungen beginnen mit ich bin du. Das beziehe ich auf diesen Beroschit, inmitten dieses Kopfes. Und jetzt hier die Menschen, da steht nicht Adam, da steht Enosch. Das ist der sterbliche Säugetier, der unheilbar krank ist, unheilvoll ist. Diese Menschheit, die ihr am Leben erhalten wollt, das sind die wildesten, scheinheiligsten, übelsten Tiere, die ich jemals erschaffen habe. Nicht vernunftbegabte Menschen. Es gibt kein allereinziges Tier, das aus Hass oder Rachsucht tötet. Tiere töten andere Tiere, jetzt töten in Form von vernichten, die haben alle anderen Tiere, die sie mehr oder weniger umbringen. Was macht der Tier, wenn es einen umbringt? Die haben die alle zum Fressen gern, die wollen eins werden damit. Und ich versichere dir, Geist, dass ich dich auffressen werde. So viel zum guten Udo. Aber was passiert in dem Moment, wo ich dich auffresse? Dann ist das, was ich dir prophezeit hast, dann wirst du ich. Natürlich nicht der Udo. Du, der du dir jetzt den Udo ausdenkst, wirst auch den Udo wieder auffressen. In dem Moment, wo du mich nicht mehr denkst, dann bin ich wieder in dir drin. Bloß wenn ich in dir drin bin, verstehst du mich nicht und hörst mich nicht, weil du dich ja immer noch mit einem verwechselst, der da außen ist, der nach innen gar nicht reinschaut, den interessiert die Welt da außen viel zu stark. Versteht ihr die Symbolik? Das heißt, die Tiere selber fressen sich nur dieses Gesetz, fressen und gefressen werden. Ich weise nochmal darauf hin. Alles, was dir bisher logisch erscheint in der Qualität, dreh um 180 Grad. War das bisher nicht Grausamkeit, fressen und gefressen werden? Das heißt genau genommen lieben und total lieben, alles eins machen. Alles zum Fressen gern haben. Den Wellenberg genauso wie den Wellental. Den Hunger genauso wie das Überfressen sein. Sind zwei unangenehme Zustände. Wenn du dich hungrig fühlst, fühlst du dich unwohl und wenn du zu viel gefressen hast, fühlst du dich auch unwohl. Es ist wie Wellenberg und Wellental. Hochinteressant ist, dass wenn zwei aufeinandertreffen, der eine hat einen riesen Hunger und der andere ist total überfressen, nach einem Festgemahl, dass der, der überfressen ist, der sich total unwohl fühlt, zu dem sagt der Hunger, ich würde sofort mit mir tauschen, weil mir geht's total schlecht. Der erinnert sich nämlich im Hintergrund, so wie du jetzt sagst, jetzt ist es hell, es war ja vorher finster, erinnert er sich, in dem Moment, wo du dich unwohl fühlst, weil du überfressen bist, wirst du aus dieser Position heraus den Eindruck haben, dass dir eigentlich, wie du noch Hunger hattest, dir wesentlich besser gegangen ist, da hast du dich nämlich auf das Essen gefreut. Und wenn jetzt einer mit einem Hunger da ist, sagt der Überfressene sagt, ich würde sofort mit dir tauschen, dass ich dieses blöde Gefühl loskriege. Aber kann man das nicht spiegeln, sagt der, der einen Hunger hat, ich würde so gern mit dir tauschen, weil er sich jetzt vorstellt, das Glückshirnheilig im Volk gefressen sein. Was du empfindest, hängt von der Position ab, wo du bist und du wirst jetzt erst einmal eigentlich feststellen, dass du immer das willst, was du nicht hast. Ich kann dir jetzt zum Beispiel Leute sagen, die haben unheimlich Arbeit. Irgendein kleiner, was weiß ich, Dachdecker oder Maurer oder Maler sagt, habe ich einen Stress, ich habe so viel Arbeit. Angenommen, es geht überhaupt kein Geschäft. Er sitzt den ganzen Tag und wartet auf Kunden auf Anruf. Jetzt hat er keine Arbeit, jetzt jammert er wieder. Du willst immer das, was du nicht hast. Wenn du keine Arbeit hast, sehnst du dich nach Arbeit. Hast du dann Arbeit, dann sagst du, habe ich einen Stress. Dann sehnst du dich wieder noch keine Arbeit zu haben. Ja, wisst ihr denn nicht, was ihr wollt? Offensichtlich wisst ihr es. Ihr wollt immer genau das, was du nicht habt. Das ist die Einseitigkeit. Warum wollt ihr nicht beides gleichzeitig? Weil das nicht geht auf der unteren Ebene. Es ist aber trotzdem. Du musst immer jede Freude musst du mit Leid erkaufen, weil Freude und Leid nämlich auch untrennbar zusammengehört. Deine Schwierigkeit ist das chronologische Denken, so wie du jetzt hell und dunkel auseinanderreißt und sagst, es kann ja nicht die Sonne scheinen und finster sein gleichzeitig im Freien. Ich sage selbstverständlich, jetzt erhebe mal deinen Geist und denk dir Erdkugel aus, die von der Sonne angestrahlt wird, auf die du dich jetzt denkst. Du denkst dich selber auf ein Konstrukt, das du dir ausdenkst, das noch nie einer gesehen hat, das abhängig ist von deinem Schwamminhalt.
Das sind Sachen, die hört man. Ist ganz interessant, wir philosophieren jetzt. Plus Philosophie, tiefgreifende Philosophie, wird der normale Mensch nichts wissen. Das, was wir Philosophen nennen, wenn wir jetzt uns philosophische Gespräche anhören, das sind ja nur größere Schwätzer wie die Naturwissenschaftler. Das Einzige, was die können dir erklären, was der Platon gesagt hat, was der Aristoteles gesagt hat, was der gesagt hat, der Zenon gesagt hat. Und das Ganze eingefärbt mit extrem raumzeitlich-materialistischen Interpretationen. So wie wenn du zu einem Theologen gehst und du lässt dir erklären, was in der Tora steht. Brauchen wir doch bloß ein Wörterbuch nehmen. Wichtig ist hier, da wird vom Enosch gesprochen. Der Enosch gehört zu Rick. Und jetzt kommt diese schöne Sache hier, denn 1000 Jahre sind in den Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Da gibt es natürlich jetzt viele verschiedene Übersetzungen, das können wir uns dann in anderen Übersetzungen anschauen. Aber jetzt sollte man wissen, da steht jetzt erst einmal KI. Dieses KI ist das denn, weil, gar, das ist ganz das hier, was hier steht, das ist hebräische Schule, von Kabbalisten, das ist original. Schau mal, was das auch heißt. Seht ihr es da unten? Brandwunde. Eine KI. Wenn man die jetzt hier in Gematrie Explorer eingeben, wird es natürlich interessanter, weil der nun mal einiges genauer ist. Da sind also unheimliche Auszüge aus den Offenbarungen drin. Das ist erst einmal ein Brand, ein polarer Rand. Das hat man ja, dasselbe Wort findest du übrigens auch hier mit ELD. Unsere Welt. Das Brandopfer. Aufsteigen, hinaufgehen, aufkommen, hinaufziehen, besteigen, sich erheben. Das ist aber bloß eine Seite. Unsere Ausgangsbasis war übrigens geben. Erinnerst du dich? Geist kann es nicht geben. Da steht G ist eben. Und da habe ich gesagt, wir schauen uns die ersten zwei, hier unten die ersten zwei Sachen an, das GB. Das heißt, der Geist wird polar. Diese Polarität ist eigentlich eben, weil plus 5 und minus 5 Wellenberg und Wellendoll kannst du gegeneinander aufheben und dann sind sie nichts, wenn du die Addition machst. Addition ist immer Liebe. Jetzt schau her, dann haben wir gesagt, die Augenbrauen. Augen hast Becken, B-Ecken. Die Braue ist ein BR, heißt das Äußere. Die polare Berechnung ist eine Aue. Eine Aue ist eine Ebene. Jetzt fängt aber an, aus dieser Ebene, das, was hier rot steht, diese roten Begriffe, die sind in einem, die findest du alle im Langenscheid oder im Gesinus Deutsch-Hebräisch-Wörterbuch. Das ist natürlich jetzt diese äußere, das weltliche, BR heißt ja auch das weltliche, also das äußere, Entschuldigung, diese äußere Aue, da steht jetzt schon Außen- und Außenseite. Das sind Rückübersetzungen, habe ich schon ein paar Mal erklärt. Das heißt, in dem Moment, wo sich eine Weltberg aufhört, da haben wir Schild, hast Shin, Elit, hast die Logik des Kindes. Shi heißt Geschenk und LD die Lichtöffnung, das ist vor Illit, das LD heißt Gebären, das heißt, du gebärst für dich selber ein Geschenk, indem du einen Buckel aufwirfst. Der erste, der das gemacht hat, war der Testudo. Die Shin-Illit-Kröde. K-Röde heißt wieder Adam, weil Röde heißt nämlich der Adam. Ich bin der erste und der letzte Adam. Nicht der Udo, den du dir ausdenkst, sondern der Geist, den du jetzt zuhörst. Also gut, dann kriegst du was Erhöhtes, eine Erhöhung. Diese Erhöhung braucht natürlich eine Erwiderung. Das ist ganz normal mit dem Computer aus Wörterbüchern raus analysiert. Diese Erwiderung ist jetzt in einem gewissen Maße in einer Felge, das sieht dazu folgendermaßen aus. Das heißt, das ist der Einheitskreis in der Arithmetik, in der Geometrie. Das, was man hier rauskonstruiert, wenn du das anschaust, das Blaue ist nur ausgedacht. Hell, dunkel, hell, dunkel. Hier ist bei 3, die 3 Uhr angefangen, wenn wir das uns als Zifferblatt nehmen, ist das der Punkt 3 Uhr. Dann fährst du da hoch und dann fährst du runter, das heißt also die Plushälfte oben und die Minushälfte unten sind hier komischerweise im selben Moment da, weil es kein Vorher und kein Nachher gibt. Das ist ausgedacht, der Sinus, ein schwingender Sinus in einer chronologischen Zeit gibt es genauso wenig wie Bilder, die zeitlich nacheinander kommen, wenn du dir einen Film anschaust. Es ist ein ständiger Wechsel von Bildern im Hier und Jetzt. Ich reiße jetzt nur Sachen an. Ich kann nur sagen, jedes Wort, was ich spreche, müsste ich jetzt eigentlich mindestens 400 Seiten nur das Wort erklären. Also darum springe ich ja wenn hin und her. Da waren wir. Also die Erwiderung ist jetzt, das ist ja wie eine Felge. Können wir jetzt wieder auffächern? Das heißt, du hast ein Gewölbe,
Ein gewölbtes, da haben wir übrigens Gewaff, wo ist das Gewaff? Der Geist, der sich doppelt aufspannt, dieser Geist, der sich doppelt aufspannt, der ist innen. Schau, Gewaff, in sich selber verbunden. Eingeweide, Gemeinde, Körperschaft. Rücken, eine Mitte in deiner Gemeinschaft. Die Mitte in einer Gemeinschaft, im Geist verbunden und GW, blau, etwas geistig Aufgespanntes. Das ist die Rückseite, was uns zwangsläufig hier die Erwiderung des Gewölbe, des Gewölbte, der Graben, da haben wir jetzt schon Abend den Schöpferischen schon, jetzt kriegen wir eine Grube, die wir graben, die Heuschrecke, da wäre es jetzt sehr interessant, das schiebe ich ja mal weg, aber du hast schon Shin-R, eine logisch berechnete Ecke, die jetzt wie eine Höhle erscheint. Das ist, wenn du in deinen Spiegel, in dein Gesichtsfeld, in deine VR-Brille reinschaust, hast du, dein Gesichtsfeld ist etwas, was ich aus dir heraus will, der Fragebogen. Fra übrigens heißt wild. Wild wiederum doppelt aufgespanntes Ille, das doppelt aufgespannte Kind. Das Kind ist Jahwe. Das Kind von El Hayom, von Gott im Meer, ist J, J, H, W, H. H, W, H, doppelt aufgespannt. Wendberg, Wendal. Okay, jetzt kommen wir zur Rückseite, zum Rücken. Die Rückseite, GW, haben wir gerade gehabt. Das Gewölbte braucht eine Rückseite, ein Innen. Denk wieder intern, extern. Ich mache das nur in die Form von den Ecken. Wenn nicht, hört ihr dieses Video ein paar Mal an, dann wirst du es begreifen. Das Ganze, diese Rückseite, ist eine Vertiefung in dem Wasserbehälter, der Gottes Meer ist. Jetzt merkst du, jetzt kommen wir dann die Zisterne, was jetzt ist, dass der Geist, die Synthese, die Indese und Antidese in eine Polarität aufplatzt, hier komplett beschrieben wird, das sind die Wörter, da sagt jeder, da ist so viel Zeug, was bedeutet das jetzt? Diese zwei Sachen, was das detailliert bedeutet, hängt davon ab, wie man es ausspricht. Gav, gab, gib, give. Das sind jetzt die Fokalisationen. Das heißt, wenn du was hinzufügst, das heißt, wie du das auszusprechen hast, lässt du was weg, weil in dem Moment wird es bloß einer dieser Wörter. Wenn du nichts hinzufügst und nur die Radix anschaust, Elementor, dann wirst du plötzlich feststellen, dass das ganz was anderes ist. Das ist eine Matrix. Jetzt kommt noch dazu, dass wir dann Zahlenwerte haben und dann fängst du, ich erzähle dir jetzt etwas. Alles, was jetzt Bilder in dir aufschmeißt, sind Berechnungen. Ich muss aber deine Computersprache sprechen. Ich sage jetzt ganz normal die Sprache des Deutschen, die Gottessprache, das ist nämlich Vatersprache. Angenommen, ich würde jetzt Chinesisch sprechen oder Spanisch oder Portugiesisch, dann würde jetzt ein Udo da sitzen und da kommen einfach nur Geräusche aus seinem Mund raus, vorausgesetzt, du erlebst jetzt in dem Moment in deinem Raum, dass der Udo in einer gewissen Entfernung vor dir sitzt. Das Prinzip bleibt aber gleich, wenn du jetzt vor deinem Computer sitzt und hörst dir den Lautsprecher an. Wenn jetzt das einfach in einer anderen Sprache gesprochen würde, dann wäre das schon weg vom Fenster, dann wären es nur noch Geräusche. In dem Moment, wo du die Sprache verstehst, wirst du aber aus einzelnen Wörtern bloß das machen, was deine Logik dir sagt. Denk wieder an den Krebs. Oder dann an das Wort Mathematik. Oder an das Wort Realität. Dass das, was du zurzeit aus diesen Worten für Vorstellungen generierst, hat eigentlich mit dem, was die Worte bedeuten, überhaupt noch nichts zu tun. Wäre aber alles da. Jetzt sage ich, du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Ich gehe auf ganz normale offizielle Seiten, die dir jetzt zugänglich sind, in ein Etymologie-Wörterbuch. Und da steht ja eigentlich alles drin. Offensichtlich gibt es keinen, der hier, ich sage mal, hier diese Sprache versteht. Wir können jetzt ganz, ganz gezielt uns zum Beispiel Linguisten anschauen. Gibt es wunderschöne, da habe ich den zum Beispiel, habe ich mit Ariane, glaube ich, einmal ein Video gemacht. Also ganz, ganz tolle Internetseite. Was hier die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt da irgendwas raussucht, ohne jetzt ist schon wieder, ich muss raumzeitlich sprechen, dass ich mir einen ausdenke, der die Internetseite gemacht hat. Das ist wie beim Klingelingeling-Beispiel, wo du sagst, mein Telefon klingelt, weil mich einer anruft. Ich sage, nein, weil in deinem Traum es plötzlich Klingelingeling macht, denkst du an ein Telefon. Ist ganz interessant, angenommen, es wird jetzt hier normal gedacht, irgendein Handy klingelt von jemandem. Du hörst den Klingelton und sagst, oh scheiße, ich habe mein Handy nicht ausgemacht. War das Handy, hat das Handy existiert, bevor dieser Ton in dir gekommen ist? Was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier bei euren Programmen sage, jetzt denk an die Helga. Puff, wo war die jetzt die ganze Zeit? Nicht einmal du Geist, der du jetzt glaubst, der Helga zu sein, hast an die Helga gedacht. Hast du die letzten 10 Minuten an die Helga gedacht?
Weil nur das existiert, was als Information in dir vorliegt, und das ist Wissen. Ich sage nochmal, das klassische Wissen ist immer nur ein Bissen. Wohlgemerkt, immer dran denken, B ist gleich W. Dein Wissen ist ein Bissen. Dieser Bissen ist bloß ein Brocken. Das führt uns übrigens dann zu Radix. Jetzt habe ich einen Blackout. Hä? Nein, bin ich jetzt denn ganz doof? Ihr graubt mich meine ganze Energie. Bot. Dieses Wissen, das in Erscheinung tritt. Ich habe jetzt einen totalen Aussetzer gehabt. Ja, ich kann Gott sei Dank, ich habe ja einen Vorteil euch gegenüber. Ich muss genauer werden. Ich habe einen riesengroßen Vorteil dir gegenüber, dass ich ja bloß das machen kann, was du denkst. Und ich sage immer wieder als schmunzelnder Udo, es hat alles einen Sinn. Ich erkläre euch doch gerade im Moment dir, Geist, euch, du Geist in verschiedenen Masken hinter verschiedenen intellektuellen Denksystemen. Es ist derselbe Computer, mein Splitscreen-Beispiel. Auf jedem Bildschirm ist was anderes. Weißenburg-Vortrag, Fiegenstahl-Vortrag, jetzt schließe mal deine Augen und denk, du stehst in deiner Küche. Schon wenn ich sage, angenommen, wir denken uns jetzt einmal einen Saal aus und in dem Saal sitzen, was weiß ich, 200 Personen, sage ich im Leinfeld, das waren ziemlich genau 200, und ich sage jetzt, schließe mal deine Augen, wirst du feststellen, dass dieser eine Geist, je nachdem, was für ein Programm er zurzeit laufen hat, an einen ganz bestimmten Körper denkt. Das heißt, in dem Moment tauchen hier in dem einen Geist natürlich nur ein Körper auf, wenn er an sich denkt. Aber komischerweise, wenn 200 Mann ich mir jetzt ausdenke, sind es 200 verschiedene Programme, und ich kann jetzt genau sagen, wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen, jetzt denk an deine Küche, dann wirst du feststellen, dass je nachdem, wer du zu sein glaubst, bei geschlossenen Augen in deinem blauen Kopf, den wir uns jetzt ausdenken, ein Bild auftaucht, nämlich deine Küche. Aber in jedem, wenn ihr das jetzt macht, hier, ausgedachterweise, dann wirst du feststellen, jeder denkt an eine andere Küche. Ich sage aber nur Küche, denk an deine Küche. Plötzlich sind, wenn wir 200 sind, sind 200 verschiedene Küchen da. Außer, Genauigkeit, es sind Ehepaare dort, weil die Ehepaare denken beide an dieselbe Küche. Gehen meine Gedankengänge mit? Müssen wir darüber diskutieren oder könnt ihr das sofort überprüfen? Zumindest kannst du es in Bezug auf deine Person überprüfen, auf dein Wissen überprüfen. Ab jetzt, wenn du an deine Küche denkst, Ariane, ob im selben Moment auch die Küche in der Helga auftaucht, die Helga-Küche, das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber genau genommen wird es niemals der Fall sein, weil die Helga von der Ariane-Programm aus gesehen, was ausgedachtes ist, und das ist wieder eine Kiste, und in der Kiste wird das auftauchen, was du dir denkst, dass in der Kiste auftaucht. Jetzt mache ich einen Sprung, 1999 oder 2000 in Eimena. Ich sage, mich interessiert nur der Geist, der mich jetzt ausdenkt. Wenn du jetzt glaubst, du bist die Helga, ich sage jetzt mal die Helga, und du glaubst, du bist jetzt, damals habe ich gesagt, in Eimena, jetzt sage ich, du glaubst, du bist jetzt im Bleinfeld. Und um dich herum sitzen Leute, Medim, die Toten des Meeres, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich sage immer wieder ganz in meiner lieblichen Art, sage ich, wenn ihr wüsstet, wie diese Brösel, die ich mir jetzt ausdenke, mir am Arsch vorbeigehen. Und wisst ihr, wer mir am meisten am Arsch vorbeigeht? Der Udo. Der ist sowas von unwichtig. Alles dreht sich nur um den einen, der uns jetzt ausdenkt. Der sitzt jetzt daheim vor seinem Computer und denkt sich, was ist das für ein Schwätzer? Vielleicht. Hängt davon ab, ob er mich versteht, ob er zuhört, ob er zuhören kann oder ob er nicht zuhören kann. Oder ob er wieder rausgehen muss, die Chemnitz, ihr seid ja meistens Chemnitzer, und Ausländer jagen. Habe ich aus der Zeitung heraus heute Morgen. Geht's richtig schön ab in Chemnitz. Seit 2 Tagen. Das Überthema in allen Zeitungen und in allen Nachrichtensendungen. Während wir hier in unseren schönen, friedlichen Franken, ich sage immer wieder, das ist eine Sache hier, ihr könnt euch hundertprozentig sicher sein, das ist absolut Erdbeben- und flutsicheres Gebiet. Keine Angst haben müssen. Ausländerheim haben wir auch. Um die Ecke. Aber was ist das? Wer bestimmt, ob das böse oder ob das schlecht ist? Wo ist da die Christlichkeit? Das, was du willst, das man dir antut, dass du auch keinen anderen an. Erinnert euch an die letzten Selbstgespräche. Das ist wichtig. Einmal hören, rauscht durch, ist irgendwie logisch. Wir haben einen Wellenberg, ich wiederhole es nochmal, wir denken uns jetzt,
jetzt eine Vergangenheit aus, eine Vergangenheit, wo in Deutschland Nazis an der Macht waren, Nazis haben wir schon erklärt, Blödsinn, Fanatiker, Ausländer raus, Juden raus. Und dann sind unheimlich viele Deutsche, halt nicht arisch, in Schiffen übers Meer geeilt und kein Land wollte die aufnehmen. In der Nazi-Zeit. Jetzt der Wellenberg. Jetzt der dazugehörige Wellendal ist genau das Gegenteil. Jetzt denken wir uns ein Deutschland aus von Scheindemokraten, von Linken. Im Wellenberg haben wir geschrien, Ausländer raus. Jetzt sind Scheindemokraten raus, die schreien Nazis raus, Fanatiker raus, Populisten raus. Und jetzt sind Ausländer, die in Schiffen rumfahren, die keiner aufnehmen will. Es ist nur ein Spiegelbild. Ich rede ganz wertvoll. Wir reden hier nicht von Moral. Wir reden von arithmetischen Gesetzen. Ich kenne keine Moral. Gott kennt keine Moral. Ich kenne nur Vollkommenheit. Moser, das schöne Wort, wo ich immer wieder sage, diese Moral. Also wir haben hier den Bissen. Schau, B, das B. Ich mache mal, das B kann ein W sein. Der Hebräer würde jetzt sagen, das stimmt gar nicht. Das B wird zwar als W ausgesprochen, aber niemals am Wort Anfang. So siehst du, das ist schon wieder eine fehlerhafte Logik. Dass das B als W ausgesprochen ist, lässt du gelten, aber du hast jetzt schon wieder, du lässt schon wieder was weg. Ich sage allgemein, du darfst das als W aussprechen. Du bist ein Gott, verdammt nochmal. Hast du das nötig, dass du dir von irgendeinem Gedanken, den du dir selber ausdenkst, vorschreiben lässt, was richtig oder was verkehrt ist? Lass das auf dich wirken. Du denkst dir einen aus, der gar nicht anders sein kann, wie du ihn dir ausdenkst und lässt dir als der, der du zu sein glaubst, den du natürlich auch ausdenkst, vorschreiben, was richtig und was verkehrt ist. Wie war das nochmal, der Wellenberg? Du denkst jetzt in irgendeinen Fachmann an Gescheiden aus. Ein Arzt zum Beispiel. Und von dem willst du jetzt wissen, was du tun musst, dass du deine Probleme loskriegst. Ich kann dir das ganz einfach sagen. Werde der, der sich den Gescheiden ausdenkt und mach dir bewusst, dass im selben Moment ein Depp entsteht und jetzt musst du bloß noch begreifen, dass du bisher geglaubt hast, dass du der Depp bist. Komischerweise ist es aber genau umgekehrt, dass du nämlich glaubst, du bist der Wichtige. Es ist immer wieder so die Sache des Ich. Es ist eben dein tierisches Programm, dieser Lebenserhaltungstrieb, welche jeder Kleinigkeit zum Arzt rennen. Die Schizophrenie, ich beschreibe, ich kritisiere nicht, was ich selber erschaffen habe. Ich kritisiere nicht die Fehler in deinem Traumführerscheinprüfungsbogen. Eine Medizin, die nur noch gewinnorientiert ist, ist ein Widerspruch in sich selber, eigentlich ein Oxymoron. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Das Geheuchel, den Menschen helfen zu wollen, die verlängern nicht dein Leben, sondern bloß deine Sterbezeit, bis du wieder zu Staub wirst. Und dasselbe Wort heißt jetzt übrigens dieses, ein Bissen vom Brot. Wir wissen doch, Brot heißt im Adam. Der Adam ist der träumende Geist, Seger wie eine Kaba, Denker und Ausgedachtes. Und dieses Bissen ist Wissen. Ein winziger kleiner Bissen, darum nennen wir das auch einen Brocken. Interessant ist, Rock ist das weibliche Kleid. Im Englischen heißt ja Rock Fels. Das hebräische Wort für Fels ist Zur, auch nur ZR, das heißt die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Zur, das ist das hebräische Wort für Fels, das ist der Brocken. Und das ganze Wort heißt einschließen und eine Form geben, formen. Das heißt, ich sperre dich in deinem Traum auf und gebe dir Form. Formen, das sind die Informationen, die du hast. Übrigens sind die Formen genau genommen, Form geben. Dieser Geist ist immer eben, der sich selber die Form gibt. G ist eben. Eben kann ich Vorsilbe lateinisch gelesen, ex. Das heißt eine herausgedrehte polare Existenz. Deine Gedankenwelt. Selbst in dieser einfachen Form wirst du merken, habe ich jetzt wieder gescheit Glück gehabt als Udo, dass das zufällig passt, was ich dir erzähle. Und ich sage dann immer, ich werde dich mit Zufällen in deiner Zukunft, die immer hier und jetzt passiert, im Meer hier und jetzt passiert, werde ich dich zuscheißen. Mach dir keine Gedanken, dass dein Leben, was wirklich lebend ist, zum Sohn werden, rot geschrieben, dass das irgendwann einmal aufhört. Es kann überhaupt nicht aufhören, weil das niemals irgendwann in der Vergangenheit angefangen hat. Das ist das Erste, was du jetzt machen musst. Und jetzt ist die Frage, wie es dir geht oder nicht geht, steht und fällt damit, ob du mir vertraust, diesen Worten vertraust. Im Anfang war das Wort. Übrigens, das Wort ist ein doppelt aufgespannter Ort, weil wir haben ja zuerst einmal unser W, unser W
Und dann haben wir Ort. Jetzt pass auf, ich zeige euch mal den Ort. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich mache jetzt mal den Ort, sagst du mal hier mit einem Uin, mit einem Augenblick. Okay, wir machen einen Augenblick einer berechneten Erscheinung. Das ist ORD. Das heißt jetzt hier die Heute, das Leder, das Heuten. Das Heuten klingt schon wie das Heute. Heute, mache ich eh draus. Jetzt ist das erste Mal, die Haut ist das, was dich einhält. Ich bin immer nur beim Rock, beim Bissen, beim Brocken. Deine Traumwelt ist dein Körper, das ist die nächsthöhere Ebene. So wie der Mensch sagt, ich bin dieser Körper, wo du dir noch andere Körper zusperrst, da bin ich jetzt wieder aufgespannt in ein Zeitfenster. Wenn du die Bücherregal vor dir hast, wirst du feststellen, dass also die Traumwelt dein Körper ist. Nicht bloß eine Facette von dem, was du dir ausdenkst, sondern der ständige Wechsel, das Einhüllen, die 200 Gramm rote Knete, die ständig die Form verändert. Das ist dein Körper, ist, ich sag, die Körper von dieser symbolischen 200 Gramm rote Knete ist die Form der Knete. Gut, und das Ganze ist dann die Chle auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung, DR und DRS-Generation, darum verändert sich das ständig. Ich hoffe, du bist dabei. Wenn nicht, hörst du die Ohren bis zum Erbrechen. Okay, wenn wir das einfach blau lesen, das ist die erweckte Erscheinung. Wir können das TAF als Endsilbe, als Subfix, als Suffix lesen, dann hast du es, du hast etwas erweckt. Das ist perfekt. Das Imperfekt ist immer der erste Buchstabe, das Perfekt ist hinten dran. Immer wieder gespiegelt. Imperfekt vorne, diese elementaren Sachen, kann man die Hologrammatik lesen. Entblößen, ausgießen, ausleeren, aus was leert es mehr was heraus? Immer aus sich selber. Wo kommen die Bilder, die du dir ausdenkst, her, wenn du ein träumender Geist bist? Aus dir selbst. Stimmt oder stimmt? Darum haben wir ja beim Zapfen, wenn ich nochmal reinspringe, haben wir jetzt erst einmal hier drei Zapfentypen. Bei einem Monitor haben wir drei verschiedene Lämpchen. Wir haben Rot-Grün-Blau-Lämpchen und in deinem Augen sind jetzt angebliche Rezeptoren, Empfänger, die die Lichtstrahlen, die von außen kommen, die blauen, die grünen und die roten externen betrachten. Merkst du, es ist nur gespiegelt zum Monitor. Denk an die Farbbrille. Die B-Ecken, das ist definitiv, denk wieder an das Dreieckrad. Ich hole es nicht nochmal her. Du bist der Synthesespiegel und du schaust in diese Kante, in diese zwei Spiegel rein und dann kriegst du vor dir eine Kugel, aber bloß eine halbe Kugel, die andere ist nämlich hinter dir. Ruf dir das Bild spul zurück jetzt in dem Video. Jetzt haben wir aber jetzt die drei Zapfentypen, da gibt es den sogenannten S-Typ, das ist der Blaurezeptor. Blau wissen wir, das Blaue steht für außen, das Weltliche. Das hebräische Wort für Blau schreibt sich Kaf-Chol. Ich mache das Chol alleine. Was meinst du, was Chol heißt? Das Weltliche, Weltliches, steht im Langenscheid. Diese Polarität ist eben. Immer dran denken, wir denken jetzt vollkommen. Wellenberg und Wellendal ist für uns gleichzeitig. Darum ist die Polarität eben. Jetzt können wir da noch Geist. Das ist zuerst einmal, wenn ich ein Kaff davor setze und liest das Kaff als Vorsilbe, dann heißt es wie? Kaff-Chol. Das ist das Blaue. Das heißt übrigens auch Augenschminke. Jetzt haben wir wieder unsere Becken. Scham heißt dort, D-Ort, ein geöffneter Ort, in dem Becken. Ich weiß, dass jetzt etliche da sind, die einfach nur nicken innerlich, die nicken. Ich sehe die nicken ohne Hände mit einem grinsenden Gesicht und welche haben Fragezeichen auf den Augen. Das ist halt einmal so. Wenn es die einen gibt, muss es die anderen auch geben. Das Problem ist nicht dieser Zustand, sondern das Problem ist, dass du Idiot vielleicht zu denen kannst und sagst, ich bin einer von denen, die Fragezeichen auf den Augen haben. Blödsinn! Du bist der, der sich diese Polarität ausdenkt, die Wissenden und die Nichtwissenden. Du musst es nicht wissen, was du wissen musst, ist, wer du bist. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Was schon wieder eine Falle beinhaltet, wie wenn ich immer sage, der Ron, dass das sehr schnell, obwohl man gar keine Ahnung hat, in einen religiösen Wahn führt. Lass das. Nimm dich nicht so wichtig. Weil da fängt man an, sich als Person wichtig zu nehmen. Personen, Masken sind nicht wichtig. Es ist auch nicht derjenige wichtig, den wir uns jetzt ausdenken, der die Maske trägt. Das Programm ist auch nicht wichtig. Der sich ausdenkt, ist wichtig. Der Einzige, der für mich wichtig ist, ist der sich jetzt den Udo ausdenkt. Du bist für mich wichtig, nur für dich mache ich das. Niemals für irgendeinen Gedanken von dir, weil ich mir nicht den Arsch aufreiß für eine vergängliche Erscheinung. Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Ob du es glauben willst oder nicht glauben willst, ich sage dir, die wirkliche Wirklichkeit schätze ich einen Dreck drum, was du zurzeit glaubst. Aber du wirst irgendwann einmal
So, jetzt machen wir da wieder. In tausenden von Jahren erkennen, wo es dein Problem ist. Und jetzt schauen wir, wir waren bei der KI. KI ist übrigens in der Wissenschaft eine künstliche Intelligenz. Merkt ihr, ich habe jetzt nur das Wort einen kleinen Bogen geschaut. Und jetzt habe ich natürlich komplett bei der KI komplett weggelassen, dass ich eigentlich genau genommen dir erklären wollte, was der Blaurezeptor genau genommen bedeutet. Das ist ein S-Typ. Haben wir nicht gesagt, das blaue S steht für Raumzeit? Alles raumzeitlich in dir ausgedacht, egal ob du es nur denkst oder auf der VR-Brille vor dich hinstellst, illusionär in einer Tiefe, die da außen gar nicht existiert, das ist blau, das symbolisieren wir mit blau. Dann gibt es einen grünen Rezeptor, das ist der sogenannte M-Typ, M steht für Gestaltwerdung. Grundzeichen Memim, M-Im. Zwei Mems haben wir schon, Dieter, das hast du jetzt gecheckt mittlerweile, ne? Das Memim, M vom Meer sind zwei, Enzyme-Suffix, männlich, zwei Mem. Das ist der Grünrezeptor. Grün bestimmt, sagst du mal, mit GR. Wenn ich GR einzeln mache, eine Geist, eine, mal blauen, wir sind im Blauen, eine intellektuelle Berechnung, das heißt fremd, das ist ein Fremder, der in der Fremde übernachtet. Bist es nicht du, wenn du heute Abend hier in ein irgend jetzt ausgedachtes Bett, im jetzt ausgedachten heute Abend ins Bett gehst, in einer Welt, auf einer Kugel, die du dir ausdenkst, bist du selbst, du magst dich zu dem Fremden, der in der Fremde übernachtet. Das ist GR. Selten im Sinne vom Reisenden, aber nicht, prinzipiell nicht, ich sage immer, der Reisende, der in der Fremde überwacht, weil das Rei heißt Spiegel. Und in dem Spiegel werden irgendwelche Vorstellungen nach außen gesendet, das sind diese vielen Lämpchen. Denke wieder an den Spiegeltunnel gerade. Da kann ich übrigens ganz kurz noch, weil ich doch noch zwei, den heben wir uns auf. Wir haben jetzt zum Beispiel den Triplett-Spiegel. Das wäre jetzt das so eine Spiegelecke. Wenn du genau hinschaust, da steht jetzt praktisch ein Spiegel in der Ecke, lass dich nicht verwirren, das ist dasselbe, was ich gerade gehabt habe, mit dem einen Unterschied, dass jetzt diese Ecke hier, ich mache mal, du musst es so, diese Linie und diese Linie ist der Spiegel, der an der Wand und der, der im 90-Grad-Winkel dagegen steht, rausschaut. Und was ich unten das weiße Blatt Papier mit den Katzchen gehabt habe, liegt jetzt da ein Spiegel. Und das ist jetzt genau, da ist einer, der filmt. Denken wir uns jetzt aus. Jetzt wohlgemerkt, ich betone, dieses Bild wurde niemals, diese Aufnahme in der Vergangenheit gemacht. Ich rede jetzt in deiner Logik, dass du dir aufgrund dieses Bildes mit deiner Logik eine Vergangenheit konstruierst, die du dir hier und jetzt denkst. Wie beim Klingelingeling, du dir denkst, wer ruft mich jetzt an? Aber alles, was zu existieren anfängt, kommt aus dir, die 200 Gramm rote Gnede. Du hast als Information Klingelingeling. Und deine Logik, dein Gesetzding, wird jetzt zwangsläufig deine Information umformen, indem du aufgrund des Klingels zum Beispiel an dein Handy denkst. In dem Moment, wo du jetzt an dein Handy denkst, weil es geklingelt hat, erst in dem Moment entsteht das Handy. Und jetzt fragst du dich, wer ruft mich jetzt an? Und in dem Moment entsteht in dir als Information der Gedanke an den, der dich anruft. Und der Wechsel von den Informationen, das ist wie wenn wir die Gnede umformen, passiert jedes Mal hier und jetzt wie bei einem träumenden Geist. Aber aufgrund eines falschen Programmes suggerierst du dir selber und jetzt drehst du die Kausalität auf den Kopf, dass du dir jetzt logisch einredest, natürlich immer nur jetzt, wenn du dran denkst, es klingelt ja nur, weil da außen einer ist, auch wenn ich ihn nicht denke, der mich anruft. Aber das ist doch der absolute Wahnsinn. Was hältst du von jemandem, der hundertprozentig davon überzeugt ist, dass Gedanken, die er jetzt denkt, schon existieren, bevor er sie denkt? Ist schon ein wahnsinnig, oder? Das ist übrigens, was ich jetzt sage, kannst du hundertprozentig auf der Stelle überprüfen, wenn du dich selber beobachtest. Und jetzt zeig mir irgendeine Meditationslehre in Zen-Buddhismus, die zwar ihre Gedanken beobachten, der dir das so präzise erklärt. Der nicht doch immer noch von der Vergangenheit liest und von den Meistern spricht, ich spreche auch von alten Meistern, aber immer von Märchenfiguren, die wir jetzt erschaffen, die, bevor wir die gedacht haben, nie existiert haben. Wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Ehe Mose war, war ich. Weil ich bin UB. Ich ist mit Sicherheit jetzt nicht der Gedanke an Udo und dir, da bist du wesentlich mehr wie ich. Weil du auch noch dann da bist, du Geist, der du mich jetzt ausdenkst,
Wenn du den Udo nicht mehr denkst, du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Du warst schon da, bevor du das Leben, das Buch gelesen hast, und du wirst noch da sein, wenn du mit dem Lesen fertig bist. Das ist also eine göttliche Versicherung, die ist an keine Bedingung geknüpft. Aber du wirst die nächsten Ebenen, sprich immer jetzt, ich rede von einer Transversale, nicht erreichen, wenn du nicht die bestehende aufgibst. Das heißt, du kannst jetzt nicht heimfahren, heim ist heim, L-E-Him, H-Im, das Meer, Gott das Meer. Du kannst nicht heimfahren, du kannst nicht zurück. Jetzt will man heimnehmen, meine ich jetzt hier, je nachdem, wo du glaubst zu wohnen, in Dresden, dass du dir jetzt ausdenkst, oder in Chemnitz, oder wo auch immer, in Bayreuth. Die Grundvoraussetzung ist, du musst deinen schlaffen Arsch aus diesem jetzt um dich herum ausgedachten Raum herausbewegen, dass du dann heimkommst. Ich sage jetzt, du musst deinen schlaffen, ich denke mal was dabei, ich meine das nicht, du wirst merken, die Wörter, wenn man aufhören, sieht es ganz anders aus. Du wirst deinen schlaffen aus, hast du mal aus diesem T-Raum, aus diesem Traum erheben müssen. Wach werden, das ist der Ausweg. Die Welt wird nicht besser, egal was du dir denkst, in deinem jetzigen Zustand ist deine Vorstellung von besser, nur Frieden, nur Sonnenschein, nur unvollkommen. Das ist das, was es ist. Schau jetzt dieser Spiegeltunnel, wenn wir das jetzt 3D hätten. Jetzt rede ich wieder normal für deine Logik. So wie wenn ich sage, ich rede mit einem Basic-Computer, darf ich nur Basic reden. Der filmt jetzt das und schaut, das eine Auge ist genau im Zentrum. Der Witz ist, wenn der jetzt rumläuft und lässt die Kamera laufen, er geht jetzt meinetwegen als Aufnehmender nach rechts oder nach links oder geht in die Knie oder stellt sich auf einen Stuhl, wird sich zwar der Inhalt grob verschieben, aber was sich überhaupt nicht verschiebt, es wird die Kameralinse, die wir uns jetzt ausdenken, die das aufnimmt, was wir uns jetzt ausdenken, immer exakt da drinnen sein. Das ist das Beispiel, wo ich schon immer wieder anweise. Das ist das nächste Phänomen. Er ist eigentlich der Synthesespiegel. Das Ganze wird natürlich dann interessant. Da haben wir jetzt das nochmal. Das ist hier, seht ihr, das ist das Spiel, bloß als YouTube. Das ist übrigens Mathematikdidaktik. Das ist jetzt hier die Aufhängung, das sieht man schön. Das ist jetzt, wo ich gesagt habe, ich kann auch nur ein Lämpchen reinstellen. Ne? Dann sieht es natürlich im ersten Moment nicht so interessant aus. Und was jetzt der Witz ist, was er nicht macht, was er nicht weiß, dass er den Synthesespiegel im Winkel verändern kann. Schaut, er zeigt jetzt nur diese Spiegelung der Dreiecke, der Fliesen unten am Boden, weil er eigentlich so ein Dreieck zusammengeklebt hat. Wenn der, den ich mir jetzt ausdenke, wenn ich den einfallen lasse, hätte, dass der Aha-Effekt erst kommt, wenn er den Synthesespiegel wegklappt, dass das dann zu einer Erdkugel wird. Das habe ich ihm halt nicht einfallen lassen. Er hat das Ding zusammengebappt und dadurch ist das eben. Er hat es zusammengebappt, sagen wir, und darum ist es eben. Jetzt kann man natürlich noch was Feineres sehen. Das ist jetzt praktisch ein Kristall, wo wir die Ecke wegmachen. Und jetzt siehst du schon mal, jetzt hast du schon die kleinen Tetraeder. Das ist natürlich jetzt sehr präzise geschliffen. Alles, was du jetzt siehst, was du dir ausdenkst, das hier, könnte ich sagen, sind alles Computeranimationen. Man muss das nur sehr präzise aufbauen. Und das sind symbolische Bilder, und da wird zwar durch viel gesprochen. Jetzt sind wir wieder bei den Zapfen. Wir haben also unsere, wir haben den raumzeitlichen Typ, das ist unser Blau. Wir haben den M-Typ, den gestaltgewordenen Typ, das ist Grün. Dazu muss man natürlich wissen, um eine Gestalt zu bekommen, musst du irgendwas, eine Gedankenwelle aufspannen. Das heißt, wir machen zuerst einmal eine Kopf, das ist die Affinität. Okay? Ja. Jetzt habe ich schon wieder einen. So rum. Die Gespiegeltheit, ne? Gespiegeltheit. Schau, das ist jetzt Irak, das heißt, eine intellektuelle Berechnung wird zu einer Affinität. Gut? Diese intellektuelle Berechnung, die jetzt eine Affinität aufspannt, die Affinität ist Wellenberg und Wellendahl, das ist jetzt das Grünzeug, das Grüne, das ist das Wort für Grün. Das heißt übrigens auch ausspeien, ausspucken. Das heißt, du denkst dir was aus. Das sind der Baum, die Pflänzchen, das Gras, das grüne Gras. Ist eine geistige Berechnung. Und diese geistige Berechnung, die wir uns jetzt nach außen denken, das geht in die Fremde. Das heißt, das gilt auch, wenn du an dich denkst, in dem Moment blüht das, was du zu sein glaubst, in dir auf, in dem Außen. Du denkst dich in deine eigene Traumwelt hinein. Ich erkläre es immer den Geist, der mir was erzählt. Das ist das Grün. Die Zapfen, und jetzt haben wir noch den L, die im L steht doch für Licht. Das Lamet.
Das ist der Rotrezeptor, rot heißt Adam. Fragen? Jetzt können wir da nur Zahlen einsetzen, aber das ist alles, wie gesagt, das ist genügend zu lesen da. Das machen wir jetzt einmal weg. Dann können wir mal die Zehe wegmachen. Das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gehabt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wir haben also hier diese künstliche Intelligenz. Das heißt jetzt denn, das weil übersetzt, da kann man noch viel mehr einsetzen. All das ist möglich, je nachdem, wie man es dann in was für einen Kontext man das übersetzen will. Mir war nur wichtig, dass du siehst, dass es auch Brandwunde heißt. Das ist der polare Rand, der jetzt in dir auftaucht. Das ist ein doppelt aufgespannte Unde. Und die lateinische Silbe Unde ja, dankeschön. Unde, da gibt es den Begriff Unde, Unde, das heißt von wo, woher kommt es? Die BR, die Brandwunde. Der polare Rand, woher kommt der polare Rand? Das ist Unde, woher auch immer. Unde, Unde heißt übrigens woher auch immer, wörtlich in jedem Lateinwörterbuch. Unde, Unde, die Doppel, woher auch immer. Wo übrigens, dran denken, doppelt aufgespannt, wo? Auf Hebräisch heißt Ai, vom Schöpfergott. Darum heißt es, dieses Ai, der Schöpfergott, ist ja genau genommen UB 86 LHJ. Das ist das dann mal das verbundene Wissen, UB. Und wenn wir das blau machen, wird es zum aufgespannten Wissen. Aber wenn wir Wissen aufspannen, müssen wir Gedankenwelle aufspannen. Eine Gedankenwelle ist ein praktisch ein doppelt aufgespanntes, das ist SW, aber dieses doppelt aufgespannte, oh, welch ein Wunder, fängt an zu kreisen. Denk, wenn ich immer wie die Finger so kreise. Das ist wo. Aber das ist doch der Schöpfergott. Ich kann auch die Schöpfung deines Intellekts lesen. Und darum heißt dasselbe Wort auch Insel. Ich mache nochmal Ei. Darum heißt dasselbe Wort auch Insel. Wir denken uns jetzt unsere symbolische spiegelnde Wasserfläche. Okay? Diese spiegelnde Wasserfläche. Und in dem Moment, wo wir jetzt einen Wellenberg aufschmeißen, aber eine Insel ist doch was, was aus dem Meer herausschaut. Ist der Wellenberg eine Insel aus Geist? Aber wo kommen die her? Die haben wir von innen nach außen gestellt. Wir brauchen das Teil dazu. Weil sonst wird es die Wasserinsel dem Berg ja gar nicht geben aus Wasser. Das ist nur, wir nehmen was weg, legen das nach außen, das ist ausgedacht. Ist doch normal, wenn du jetzt als normaler Materialist dir den Udo ausdenkst, gehst du doch davon aus, dass der da außen ist. Aber der fällt jetzt in dir drin. Das ist wie wenn du ein Puzzlestück nach außen nimmst und es in dir drin fällt, dann bist du jetzt unvollkommen, weil ich ja zu dir gehöre. So wie du zu mir gehörst. Und wahrlich, ich bin jetzt in dir. Ich erkläre dir jetzt, dass ich gar nicht da außen bin. Du denkst mich bloß aus. Aber du kannst mich aus dir nicht rausnehmen. Jetzt denk dir wieder eine Filmdatei. Ganz normal. DVD, irgendwas, eine Datei, wo ein Film drauf ist. Und du lässt den Film laufen. Was heißt das? Wenn den Film laufen lässt, dass hier, ich rede jetzt mal wieder normal materialistisch, in der Regel beim Kinofilm 25 bzw. 24 im Kino, 25 beim Fernsehen, die Normen verschieben sich, Einzelbilder pro Sekunde, jetzt machen wir schon wieder Zeitfenster, 25 mal 25 Bilder aufblitzen, immer im Jetzt. Die Bilder, die jetzt auf dem Bildschirm auftauchen, die werden ja nicht aus der DVD rausgenommen. Die werden in einem gewissen Maß herausgespiegelt. So wie diese Filmlämpchen in einem Spiegeltunnel da außen sich ja gar nicht befinden. Es sind hochgespiegelte Facetten von dem einzelnen Lämpchen, das in der Mitte drin steht. Wenn ich jetzt die Würfel nochmal, wo wir gerade gehabt haben, waren doch so viele Würfel gestanden. Wenn du von oben drauf schaust, ist es bloß ein einziger. Darum sind diese raumzeitlichen Spiegelungen, das wird übrigens da ganz kurz erklärt immer, alles steht da drin. Nicht einfach schauen und sagen, verstehe ich eh nicht. Habe ich nicht gesagt, das meiste, was dich am meisten blind macht, ist, wenn du was siehst und sagst, das verstehe ich nicht. Und was dich genauso oder noch blinder macht, ist, wenn du was glaubst, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest und sagst, so ist es. Das ist Spiegelbild dazu. Und wenn wir jetzt hier eine raumzeitliche Spiegelung machen, welch ein Wunder, dann kriegst du eine Abirrung, abtrünnige Übertretungen. Das heißt, das eine Spiegelchen, das Lämpchen, das sich jetzt die vielen Lämpchen um sich herum ausdenkt, das sind alles Abirrungen und Abtrünnige. Die übertreten die Mitte, weil sie nach außen gehen. Ich sage so oft, wenn du jetzt nur zwei Spiegel nimmst, das führt uns natürlich zu was ganz was Tollen, was ich jetzt noch zeigen muss.
Schau doch mal da her. Wir haben jetzt endobische Farben. Ist aus den Ohrenbohrungen die Öffnung. Buch 4 von den 8 Hauptohrenbohrungen, die eigentlich nur Einstiegsdroge sind. Das ist endoptisch, das heißt einheimisch-örtlich. Das heißt, das Optische, das ist übrigens, beginnt mit UP. Das ist so, jetzt schau, ich habe jetzt schon wieder Puff, muss ich jetzt fast. Wir lassen nochmal, weil das so spannend und so spaßig ist, wir gehen nochmal da ins Griechische und machen nochmal hier den Sinn nochmal. Nee, den bauen wir im Lateinischen. Wir machen da den Sinn nochmal. Da haben wir Sinn, wann, woher. Mal schauen, ob wir es finden. Schaut, das ist jetzt hier, wenn, aber, woher, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das heißt, wenn jetzt ein Wellenberg da ist, wenn jetzt hell ist, dann war es vorher finster. Sinne heißt ja dann ohne. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht. Es gibt keine Berge ohne Täler, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit, es gibt keinen Frieden ohne Krieg. Solange deine Logik jetzt das hört und du hast nicht den Komplex, der dahinter steht, wirst du sagen, was ist das für ein Depp? Solange du glaubst, dein Zellen heiligt nur im Frieden oder nur im Sonnenschein, da kann ich tausendmal sagen, wenn jetzt nur die Sonne scheint, wie haben die Bauern jetzt und die wir uns ausdenken, gejammert. Es wird in kürzester Zeit alles vertrocknen und alles kaputt gehen. Du brauchst den Regen. Und genau dasselbe gilt für Frieden. Weil es würde ja keine Veränderung geben. Ein Baby im Frieden ohne Zerstörung würde auf alle Ewigkeit ein Hosenscheißer sein. Der muss zerstört werden, dass er Schulkind wird. Das ist der Krieg. Ist das was Negatives, dass sich das Baby auflöst? Wer hat von euch Kinder, so wie ich euch jetzt anschaue, alte Suppenhühner sind die in der Regel, wenn ihr welche habt, ziemlich alt. Stimmt oder stimmt? Hättet ihr Spaß gehabt, angenommen, du hast jetzt einen 30- oder 40-jährigen Sohn oder Tochter, hättest du Spaß gehabt, die letzten 40 Jahre die Windel zu wechseln? Ihr merkt, das sind so simple Beispiele, die sind aber ganz anders, wie man das normal sieht. Was ich jetzt hier mir gedacht habe, ist das hier. Schau, da steht Sinn Optilor. Und das habe ich hier angefangen, das letzte Mal, wenn wir jetzt auf den automatischen Übersetzer setzen, dann ist es aber, wenn Optula, das sagt nicht viel, nur ich sage, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja nachschauen. Der Einzige, der nachgeschaut hat, war mein BC, der hat es in den Chat reingestellt. Das OB, O ist ja auch U, das heißt UBI, UB ist Gott. Das ist übrigens sehr interessant, dass das jetzt die elektrische Formel ist, P ist U mal I, plus ausgetauscht. Der Grundsatz der Elektri, Zitat. L ist Gott, oder Joch, aber wir bleiben bei Gott. L ist Gott, und Gott ist Tri, drei. Elektri, Zi, die Geburt deines Intellekts ist die Dort, D-A-T. Jetzt sind wir wieder bei unseren Schwingen. Das ist die Elektrizität. Die Grundformel der Elektrizität ist P ist U mal I. UPI, kann man austauschen, die Formeln kann man austauschen. Interessanter wird es noch in der Chemie, da ist nämlich auch das IUB mit drin, mit AC hinten dran, die Wechselspannung. Glaubst nicht? Ist sich in den Selbstgesprächen alles erklärt. Also wir wollten den Opti doch anschauen. UP, OP, D. Wir machen mal bloß die Grund dran. Halt, oh, sorry, I. So, das reicht, dann wird er schon finden, was ich suche. Das ist die Hilfeleistung, der Helfer, die Hilfeleistung, Hilfeleisten, beistehen bis in alle Ewigkeit, weil das ist nämlich der Optimus, ist der Beiname ist Jupiter, J-U-B ist Gott. Habe ich mir alles selber ausgedacht. Die ganze Welt, die ganze Wissensgebiete habe ich mir ausgedacht. Nicht der Udo. In der Hierarchie immer dran denken, du stehst eins über mir. Alles, was dir der Udo jetzt in deinem Traum erzählt, kann er dir nur erzählen, weil du das träumst. Und da kann ich dann zigfach sagen, ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie unendlich genial dieser Brösel Udo ist, sondern wie genial musst du selbst sein, dir so einen genialen Udo auszudenken. Kann irgendeine Figur in deinem Traum sich raussuchen, was du träumst? Kannst du dir jetzt als ausgedachter träumender Geist, in dem Moment, was du ja selber etwas von dir ausgedacht hast, merkst du, jetzt rutschst du schon wieder in der Hierarchie eins höher, wenn ich sage, ich bin ja bloß ein träumender Geist. Was übrigens wesentlich intelligenter ist zu sagen, wie wenn du sagst, ich bin ja ein sterblicher Trockennasenaffe.
Ist dir noch gar nicht bewusst geworden, dass du die Freiheit hast, dich auch als was anderes zu denken? Was deine Logik hergibt, sagst, ich möchte gern reich sein, weil ich ja jetzt arm bin. Ich möchte ja jetzt gesund sein, weil ich krank bin. Du strebst immer, du wechselst von einer Unvollkommenheit in die nächste Unvollkommenheit. Schlichtweg ein normaler Mensch. Ich so ein ganz normaler Brösel. Gut. Pause. Machen wir Pause.